Klassische Töne schlug das Wiener Quintett Bandolfis Consort erst kürzlichst im Kunst- und Kulturhaus Öblern an. Auf den Spuren beinahe vergessener Komponistinnen luden Bandolfis Consort zu einer Reise ins 17. und 18. Jahrhundert ein. Giuseppe Galeri Pandolfi war ein italienischer Geigenbauer, gearbeitet bei Amati. Und er hat zwei Violen d'Amore gebaut und wir haben im Ensemble zwei oder drei Kopien von Pandolfis Violen d'Amore. Weil Viola d'Amore mir immer sehr wichtig war als Instrument, habe ich gedacht, das ist ein guter Name für unser Ensemble. Eher die vielen Emotionen, die über einen hereinbrechen, die einen vielleicht ein bisschen erschöpft erscheinen lassen. Aber die Musik ist an sich nicht anstrengend. Und das Spielen hoffentlich auch möglichst unanstrengend. Sollte zumindest so klingen. Das ist ein Instrument aus der Lautenfamilie, genauer gesagt aus der Familie der Erzlauten. Das sind nämlich die Lauten, die einen zusätzlichen zweiten Wirbelkasten in einem längeren Hals dabei haben, an dem die Bassseiten aufgespannt sind. Also das ist, dient zur Erweiterung des Tonumfangs, vor allem im Bass. Und das ist es auch, wofür das, die Theorbe hauptsächlich verwendet wird als Bass- und Akkordinstrument im Generalbass. In der Continuo-Gruppe. Anlässlich des Weltfrauentages interpretierten sie mit Violine, Bratsche, Cembalo, Cello und Theorbe beinahe ausschließlich Werke von Komponistinnen der Barockzeit. Also das Cembalo ist historisch, technisch historisch, eigentlich eine Kreuzung aus Laute und Orgel, wenn man so will. Es hat, so wie die Laute, so eine hölzerne Resonanzfläche und es hat Saiten. Allerdings hat es viel mehr Saiten als die Laute und auch nicht aus Darm, sondern aus Draht. Und um die vielen Saiten spielen zu können, braucht man also richtig so Tasten, ne? Und eine simple, aber doch Mechanik, ne? Zur Kraftübertragung. Zu Unrecht fast in Vergessenheit geratene Sonaten und Trio-Sonaten wurden wiederentdeckt und man fühlte sich in eine längst vergangene Zeit zurückversetzt. Jeder von uns spielt schon längere Zeit, beschäftigt sich mit Barockmusik. Ich spiele seit 20 Jahren ungefähr. Die Kollegen wahrscheinlich auch so lange in verschiedenen Formationen und Ensembles. Und Pandolfi spielt seit 2004. Also wir haben jetzt gerade 10-jähriges Jubiläum im letzten Jahr gehabt. Zwischen den Stücken wurden interessante Episoden aus dem Leben der Komponistinnen erzählt. Das Streichquintett, alles ausgebildete Musiker, berührte die Klassikfans mit ihrer gefühlvollen Darbietung, die in ihrer Wärme das Herz erreichten.